Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu The Invisible Hours. Ja, wir haben bis jetzt den Monday, diesen komischen Glatzentyp da verfolgt, und jetzt den Butler die ganze Zeit. Also es fehlen noch viele, viele Leute. Warten Sie hier. Bin gleich zurück. Nein, dich muss ich weiter beobachten hier. Wohin zum Teufel wollen Sie? In die Küche. Wir hatten eine Abmachung. Tja, das war vor dem Schlag in mein Gesicht. Los, tun Sie, was ich gesagt habe. Ich muss in diesen Raum. Tja, ich muss das hier erstmal verarzten. Meine Geduld ist am Ende. Ich erzähle alles. Mir reicht's. Ihnen reicht's. So viele Steaks können es nicht sein. Sie sollten wissen, die Grenze des Erträglichen ist irgendwann erreicht. Glauben Sie mir, das gilt auch für Frauen. Warum stehen Sie da rum? Ich sagte, warum stehen Sie da? Bitte! Ich will nur einen Moment Ruhe. Ich habe keine Zeit. Auch ich habe gelitten. Madame, ich kenne Sie nicht, aber diese Wette würde ich gewinnen. Nein, wohl kaum. Ich hatte einen Sohn. Ein guter Junge. Ich liebte ihn wirklich. Aber ich verließ ihn, um denen zu entfliehen, die sich meine Meister nannten. Aber Gott weiß das. Ich floh bis nach Amerika. Doch selbst hier, selbst jetzt, sind alle nur darauf aus, mich zu beherrschen. Aber was sie nicht verstehen. Ich habe schon einen Meister. Mein Meister ist die Schande. Die Schande, meinen Jungen verlassen zu haben. Und jetzt ist mir klar, dass ich niemals frei sein werde. Nein, Sie sagten, Sie hörten eine Frau. Also, sagen Sie, was immer Sie wollen. Sie können mich nicht mehr beherrschen. Sie behauptet haben, Mr. Tesla kurz vor dessen Tod im Streit mit einer Frau gehört zu haben. Vielleicht wollte ich Sie zwingen, mir zu helfen, weil ich Angst hatte, eine Bitte würde nichts ausrichten. Ich will niemanden beherrschen. Wieso behaupten Sie das dann? Ich will nur in diesen Raum. Dann? Mr. Tesla versprach mir Geld für ein neues Leben in diesem Land. Er hat mir nichts vermacht. Da muss viel Geld in dem Raum sein, wenn es Ihnen so wichtig ist. Ich glaube nicht, dass Sie da Geld alles ist. Behalten. Da ist Geld drinne? Scheiße. Dann also kein Geld. Was ist da drin? Eine Chance, meinen Fehler ungeschehen zu machen. Das bedeutet Ihnen viel. Das bedeutet mir alles.
Ich helfe Ihnen. Ich gebe Ihnen dann Bescheid. Mr. Swan. Danke. Ah ja. So, jetzt haben wir die großen Hauptstücke, die zwei haben wir jetzt schon fertig. Wir haben jetzt den Swan haben wir erledigt und den Victor Monday haben wir erledigt. So, Tesla liegt ja immer noch da rum. Wir müssen jetzt wieder ganz zum Anfang zurück. Und da würde ich vorschlagen, widmen wir uns mal der Flora White oder den, nee, Augustus von Vanderberg nehmen wir. So. Das heißt, der war zuletzt hier drinne. Ich kenne das Gefühl. Ich kenne seine Synchronstimme voll aus so einem Anime. Mir fällt aber nicht ein, aus welchem. Hier ist noch eine Geheimtür. Hier ist die andere Geheimtür. Gott, deswegen hängt das Bild da auch so hässlich komisch so. Er entdeckt die Geheimtür. Ich gehe kaputt. Wie kommt das denn? Eine Geheimtür. Was ausgefressen? Ich? Wie kommen Sie darauf? Beruhigen Sie sich doch. Die Menschen morden des Geldes wegen. Was sollte ein Vanderborg mit noch mehr Geld anfangen? Sie haben genug Geld, um es in 10 Leben auszugeben. Also, wo waren Sie, als Tesla sein Ende fand? Oben. Ah, aber woher wissen Sie, wann er starb? Es muss irgendwann zwischen dem Streit mit der Frau und der Ankunft des Detectives gewesen sein. Welche Frau? Bis später. Und wenn sie ihn vergiftet hat? Warum rettet sie mich dann? Aber... Na gut, entschuldigt. Wir wissen ja, wer auf jeden Fall wer für den Tod für Tesla verantwortlich ist, ne? Ich spule mal ein bisschen vor. Jetzt sieht er das hier alles? Ja, ja, was ist das? Oh, was ist denn da oben? Guck mal. Spur mal ein bisschen vor, weil er guckt sich ja eigentlich im Großen und Ganzen nur um. Mein Gott, ey, entschuldigt. Aber immer so diesen Frosch im Hals. Er guckt sich weiter um. Und dann ist er irgendwann an der Tür. Kriegt die natürlich nicht auf. Und haut wieder ab nach oben.
Okay. Wo will er hin? Hallo? Was ist los? Sagen Sie es ihm auch. Was Sie gehört haben. Sie hörten eine Frau. Na los. Nun, einige Minuten, bevor Sie eintrafen, hörte ich etwas. Was? Jemanden, einen Streit zwischen einer Frau und Tesla. Es war unmittelbar vor dem Mord. Eine Frau? Welche Frau? Weiß ich nicht. Ich war in meinem Zimmer, der Sturm war zu laut, ich konnte nichts verstehen. Zu der Zeit war nur eine Frau in diesem Haus. Sie war's? Mademoiselle? Miss Bernhardt? Oh, sie wirkt ganz nett. Aber angeblich war sie mal eine Dirne. Ich fürchte, ihr amerikanisches Kauderwelsch sagt mir nichts. Ist wahrscheinlich auch besser so. Nur so viel. Sie ist Schauspielerin. Sie lebt vom Lügen. Hier ist noch eine zur Tür. Ist die Polizei da? Nein, noch nicht. Darf ich Sie ins Speisezimmer bitten, Mademoiselle? Ich weiß nicht, ob ich Sie alle drei unterhalten kann. Nur mich, Miss Bernhardt. Na schön, das reicht auch. Oh, la 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 la. Sie sehen alle so ernst aus. Es geht um einen Todesfall. Aber die Show muss weitergehen. Sollen wir? Ja, das ist Elektromagnet. Wenn man es öffnen will, muss man den Spannungsregler für das Haus ausschalten. Mr. Vandenberg, bleiben Sie in der Nähe. Wir unterhalten uns als nächstes. Mhm. Meine Herren. So, er ist jetzt wieder zurück und da trifft er jetzt auf ihn, genau. Das kann ich ja jetzt vorspulen. Die Auseinandersetzung hatten wir ja schon. Und zwar von den Monday oder Monday aus. Den kann ich die jetzt erstmal zack, 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 zack. Also das haben sie schon gut geregelt. Dass man auch vorspulen kann. Dass man sich das nicht alles andauernd immer wieder anhören muss. Aber ich finde an sich das ganze Spiel total geil gemacht. Das gehört dem Mann, der fliehen wollte. Jetzt steht er da die ganze Zeit. Klopft Vasen ab. Geht weiter. Was wollen Sie? Wir Straßenmädchen vergessen nie ein Gesicht. Selbst wenn es Jahre her ist. Hä? Wie in jener Nacht. Du hast mich in Whitechapel von der Straße geholt. Damals in dein teures Hotelzimmer. Und dann... nichts. Du hast mich nicht berührt. Warum sprechen wir darüber? Weil ich weiß, warum nichts passiert ist. Du wolltest dich bekehren. Er ist schwul. Du wolltest lernen, wie man Mädchen liebt. Deswegen. Aber sowas lernt man nicht. Was wollen Sie, Geld? Nein. Sag dem Detective, dass das nicht meine Stimme war. Ich war's nicht. Und wenn ich mich weigere? Deswegen mag der Vater ihn nicht. Mich. Weiß Papa von deinem kleinen Geheimnis? Und was ist mit Ihnen? Was ist es, was Sie zu verbergen haben? Du wartest hier. Ich rufe dich. Au revoir, Monsieur. Au revoir. Jetzt erpresst sie ihn. Ich weiß aber jetzt nicht. Ach so, ja gut, jetzt nur weil er sagen soll, dass das nicht ihre Stimme war. So, er bleibt jetzt hier stehen. Guckt sich um. Bleibt weiter da stehen. Jetzt hat sie ihn wieder zurückgerufen.
Es scheint, heute Abend kommandiert nicht jeder nur herum. Sie haben gesagt, Sie hätten kurz vor Teslas Tod meine Stimme gehört. Nicht ganz, ich sagte eine Stimme. Nein, Sie sagten, Sie hörten eine Frau. Ich war die einzige Frau hier. Das ist eine Anschuldigung. Nicht sicher, ob es eine Frau war. Darf ich Sie daran erinnern, dass Sie behauptet haben, Mr. Tesla kurz vor dessen Tod im Streit mit einer Frau gehört zu haben? Ich war nicht ganz ehrlich. Dann seien Sie es jetzt. Es war keine Frau. Wieso behaupten Sie das dann? Edison ist ein aufbrausender Mann. Dann? Solche Männer sollte man nicht unnötig reizen. Doch es war eher die Stimme eines Mannes. Wie die von Victor Mundy. Weiß ich nicht. Mr. Vanderburg, entweder Sie haben gelogen oder Sie lügen jetzt. Das ist die Wahrheit. Vielleicht war noch jemand im Haus. No. Victor Mundy hat versucht zu fliehen. Also ist er schuldig. Ich werde entscheiden, wer schuldig ist und wer nicht. Wie hätte denn jemand ins Haus kommen sollen? Der Butler ist blind. Mr. Swan! Gehen Sie, Sie beide. Na los, geh, Junge. Du sollst gehen. Warum geht er denn nicht? Jetzt geht er. Also der Vater hat was gegen ihn auf jeden Fall, weil er schwul ist. Aber das habe ich mir schon von Anfang an gedacht, als er gesagt hat, anders zu sein. Okay, so, den haben wir auch. Jetzt würde ich gerne, die Sarah Bernhardt halt beobachten. Das ist ganz wichtig. Upsala. So. Bernhardt ist pink. Wo befindet sie sich? Ach ja, bei dem Edison. Genau. Los geht's. Ich dachte, Mr. Swan. Nein, das war falsch. Ich dachte, Mr. Swan. So, wir müssen nach oben. Zu Edison und zu Bernhardt. Miss Bernhardt. Können wir das bitte für uns behalten? Warum? Weil ich wissen will, wer den Whisky vergiftet hat, bevor ich verkünde, dass ich davon weiß. Gut, dass ich jemandem vertrauen kann. Stimmt. Genau, er geht jetzt runter und trifft dann diesen Vanderburg. Genau, und sie marschiert jetzt und trifft auf diesen Monday. Und dabei entdeckt sie dann, dass ihre Tür offen ist. Und dann haben die da dieses Liebesgeplänkel. Genau, das können wir ja auch schon vorspulen. Das hatten wir ja auch schon. Bis zu dem Zeitpunkt, wo sie ja dann verschwunden ist. So plötzlich. Genau, jetzt fängt diese Shakespeare-Klamotte an. Was eigentlich, was wirklich gut gemacht ist. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, wie alt dieses Spiel ist, ne? Aber es ist mega... Ups, ich muss mal kurz auf die Uhr gucken. Es ist mega, mega gut gemacht. Also, wirklich, das mit diesem Vor- und Zurückspulen, dieses Detektivspielen halt und dass man dann switchen muss von einem Ort zum anderen, um zu sehen, was macht diese Person gerade heimlich oder
Ah, das gefällt mir wirklich, das ist geil. Ist wahrscheinlich auch besser. Ah, da wurde sie runtergerufen. Okay, das hatten wir ja auch schon. Da wurde sie runtergerufen und sollte dann mit dem Detektiv dann alleine ins Esszimmer gehen. Genau. So, das tun wir jetzt. Sie sind also berühmt, Miss Burnett. Sie schmeicheln mir, Miss... Aber ein Schauspieler will keinen Ruhm, sondern die Wahrheit. Dann haben wir etwas gemeinsam. Mr. Vandenberg behauptet, er hätte Sie und Mr. Tesla an der Tür streiten hören, unmittelbar vor seinem Tod. Dann ist Monsieur Vandenberg ein Lügner. Wirklich? Der Butler ließ mich ein, nicht Tesla. Er zeigte mir mein Zimmer, wo ich bis zu Ihrer Ankunft blieb. Wenn Sie es nicht waren, die ihn angeschrien hat, wer dann? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir ihn bei einer Seance fragen. Warum hat Tesla Sie eingeladen? Nur weil Sie attraktiv sind, gebe ich Ihnen meine Geheimnisse nicht gleich preis. Ich vertrete das Gesetz. Sie werden mir jetzt alles erzählen, und zwar schnell. Es geht doch viel tiefer, wenn Sie sich Zeit lassen. Lassen Sie uns ein Spiel spielen. Ich spiele keine Spiele. Aber Sie interessieren sich für die Wahrheit. Bei dem Spiel wechseln wir uns ab. Sie beantworten meine und dann ich Ihre Fragen. So bekommen wir beide, was wir wollen. Bitte? Mögen Sie mich? Tun es nicht alle? Ich will wissen, ob Sie es tun. Was kümmert es Sie? Ist das Ihre Frage? Ja. Denn wenn der gefährlichste Mann immer aus mich mag, bin ich nicht in Gefahr. Oh, ich bin nicht gefährlich. Oh, das ist aber schade. Ich bin dran. Monsieur Detective, gibt es Rätsel, die nicht gelöst werden können? Zwei Männer auf einem Dach. Okay. Einer stürzt. Man kann nicht beweisen, ob er gestoßen wurde oder sprang. Ja. Das perfekte Verbrechen. Ich bin dran. Sie sind hier, weil Mr. Tesla Ihnen versprochen hatte, Ihren Fehler ungeschehen zu machen. Welcher Fehler war das? Ich habe keinen Fehler gemacht. Nein. Nein. Tesla wusste von einem Geheimnis, das ich nie jemandem erzählt hatte. Ich wollte seinen Tod nicht. Nur wissen, woher er es wusste. Die Nase? Was ist das? Das gehört dem Mann, der fliehen wollte. Etwas brennt. Bleiben Sie hier. Sein Name ist Victor Mandy? Okay, das erfährt sie jetzt erst. Anscheinend ist irgendwas jetzt... Der Name macht ihr Angst. Also... Irgendwas brennt, das konnte er von hier aus sehen. Monsieur! Monsieur, bitte! Bitte! Ach, jetzt holt sie ihn, genau. Jetzt erpresst sie ihn. Und dann will sie ja alleine gelassen werden. Ich weiß nicht, redet sie mit sich selbst, oder? Ah ne, wo waren wir? Detective, ich möchte ehrlich sein. Ich dachte, das wären Sie bereits. Ich weiß, wer der Mörder ist. Wer? Victor Mandy. Und woher wollen Sie das wissen? Ich spüre es. Ich spüre es. Sie müssen mir schon mehr bieten.
Weshalb sollte er sonst fliehen? Sagen Sie, was ist Ihr Alibi? Sie glauben etwa, was Vanderburg über mich gesagt hat? Dieser verwöhnte Novoritsch. Rufen Sie ihn. Wenn er mich beschuldigt, will ich es von ihm hören. Novoritsch. Monsieur Vanderburg! Monsieur Vanderburg! Okay, ja, das hatten wir ja jetzt. Zack, 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 genau. Wo er dann gefragt wurde, bla 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 bla. Gehen Sie jetzt? So, wohin geht sie? Der Detective hat sie laufen lassen? Ah, das ist diese Stelle mit dem Laufen lassen, okay. Da, so, genau. So, wen müssen wir jetzt noch haben? Edison, ne? Aber Edison wird gar nicht so viel sein. Genau. Ab hier weiß ich nicht mehr, was mit Edison passiert ist. So, Edison kommt hier gleich runter und wird dann gerufen. Warum rettet sie mich dann? Ich bin ein bekannter Erfinder-Detective, kein Hund. Rufen Sie mich nicht wie einen. Sitzen. Sitzen? Sie trinken also Ihren eigenen Whisky. Ihr Parfum riecht sehr teuer. Rosenwasser. Denselben Duft trug auch Mozart. Ja. Ah. Hoffen Sie, sein Genie färbt auf Sie ab? Ich bin selbst Genie genug. Sagt man das nicht über Sie und Tesla? Dass Sie Salieri sind und er Mozart? Was erlauben Sie sich? Sie kannten einander gut, oder? Sie waren Rivalen oder etwa gar Feinde? Den Zeitungen zufolge übertraf Mr. Tesla Sie mit seinen Erfindungen. Das stimmt doch, oder? Nikola Tesla war mir so wenig ebenbürtig, wie Sie es sind, Detective. Wieso sind Sie dann hierher gekommen? Sie sollten das trinken lassen, Mr. Gustav. Es lenkt den Geist auf idiotische Abwege. Sie kamen, um Tesla zu töten. Verdammt, für wen halten Sie sich? Nun, wenn nicht, warum sind Sie hier? Warum sind Sie hier, Mr. Edison? Weil ich wissen wollte, was er meinte. Womit meinte? Tesla sagte, er könnte meinen Fehler ungeschehen machen. Ich wollte wissen, wie. Welchen Fehler? Seien Sie gewiss, ich finde es heraus. Ein Mann wie ich erhält tagtäglich mehrere Dutzend unverlangte Entwürfe. Manche meiner Erfindungen waren, sagen wir, inspiriert von diesen Entwürfen. Und irgendwie erfuhr Nikola davon. Er sprach von meinem großen Fehler. Ich hoffe wirklich, das ist nicht Ihr Testament. Kaum ein Wort ist richtig geschrieben. Dann geil. Sind Ihre Erfindungen gestohlen. Sie sind kein Genie, Sie sind ein Dieb. Wenn man einem Wolf ein Steak vor die Schnauze legt, dann frisst er es eben. Tesla hätte Ihren Ruf ruiniert. Das ist ein starkes Mordmotiv. Denken Sie ernsthaft, ich würde Ihnen das alles erzählen, wenn ich ihn getötet hätte? Nun, manche Leute machen oft kleine Geständnisse, um große Lügen zu vertuschen. Brillante Theorie, Detective. Aber leider werde ich Sie enttäuschen müssen. Also dann.
Fuß. So, wo ging er dann hin? Ach so, jetzt... Was haben Sie vor? Mord ist eine Frage von Motiv und Gelegenheit, oder? Offenbar sind Sie dumm genug zu glauben, ich hätte ein Motiv. Dann lassen Sie uns doch mal sehen, ob ich auch die Gelegenheit hatte. Wo zum Teufel steckt der Junge? Steckt wohl unter dem Geldhaufen seines Vaters. Mr. Vanderburg! Wenn Sie ein Alibi hätten, Mr. Edison, hätten Sie es mir gesagt. Ich hatte keine Anschuldigung erwartet. Na schön. Wo waren Sie, als Mr. Tesla starb? Allein auf dem Zimmer. Kein sehr gutes Alibi, nicht wahr? Und was war Ihres nochmal? Vielleicht waren Sie es. Hallo. Genau. Das haben wir auch schon. Im Vorspulen. Dann kam, wurde sie jetzt gleich dazu geholt. Dann sind die beiden weggegangen. Dann ist er wieder verschwunden. Er blieb stehen. Genau, und er ist dann da rein und hat ja dann den Butler geschlagen, weil er dachte, dass er ihn vergiftet hätte. Genau. Ach, siehst du, die Flora White, die muss ich auch noch bespitzeln. Den Detektiv habe ich ja nicht mehr so viel. Weißt du nur das, was mit dem Feuerpalt passiert? Ach, er rennt nach oben. Was ist hier los? Ah. Jemand wollte dieses Dokument verbrennen. Ich war es sicher nicht, denn ich war unten. Was ist das? Was steht denn da? Um Himmels Willen, was steht denn da? Hier steht weiteren Tod. Weiteren Tod? Welcher weitere Tod? Genau. Vielleicht Anweisungen für den Mörder? Nein, das ist Teslas Handschrift. Haben Sie noch jemanden hochlaufen sehen? Nein. Niemand, nur Sie. Sie haben den Rauch von unten gerochen? Habe ich. Welch feiner Geruch. Das habe ich mir auch gedacht. Ich dachte, draußen würde es brennen. Und er hätte das irgendwie durchs Fenster gesehen oder so. Jetzt schaut er sich hier in dem Arbeitszimmer um. Findet aber wahrscheinlich nichts, ne? Jetzt geht er wieder da rein? Was hat der denn? Was sucht der denn? So. Ach genau, hier wird er dann mit dem Monday da auch angesprochen. Wegen der Spule. Also wegen diesem Geister im... Dingens, genau so. So ist das Ende. So, jetzt haben wir ihn auch schon. Ihn haben wir voll. So, den haben wir. Jetzt brauche ich nur noch sie. Und ihn, ja gut, ihn brauche ich nur noch diese Zwischenteile, aber sie auf jeden Fall. Und da setze ich mal in der Küche an.
Swan wäre hier. Ah, Flora. So, und dann lasse ich jetzt abspeichern, aber ich sage zu euch schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.